Low-Content-Notizbücher erstellen mit Affinity Publisher. Wir wollen hier mal ein paar Grundlagen zeigen und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wenn du neu bist auf dem Kanal, ja, abonniere gerne den Kanal und drück die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. So, wir sind hier auch schon im Affinity Publisher und wenn du ganz am Anfang bist, gehst du hier oben auf Datei und dann Neu und dann kannst du quasi deine Seite erstmal definieren. Deine Größe festlegen und was du eben machen möchtest. Und das geht hier oben in dem rechten Bereich. Ich gehe dann hier immer auf Zoll und ich will jetzt ein 6 auf 9 Notizbuch erstmal erstellen. Ein liniertes Notizbuch und das geht dann so, 6 auf 9 Inches. Und ja, genau, Master Standardseite, das passt. Hier könnte man noch sagen, transparenter Hintergrund mache ich meistens nicht. Und gegenüberliegende Seiten ist hier standardmäßig drinnen, mache ich meistens auch nicht. Ist Geschmackssache, muss ich sagen. Wenn du jetzt sowas hast wie einen Wochenplaner, wo auf der linken Seite die Wochentage sind und auf der rechten Seite irgendwie noch Notizen oder To-Do-Listen oder was auch immer, da bietet sich das an, weil man dann direkt im Tool dann sieht, okay, wie das aussieht. Bei einem stinknormalen linierten Notizbuch mache ich es meistens dann raus. Ja. So, dann gehe ich hier unten auf Erstellen. Die Ränder sind hier schon standardmäßig drin. Die lasse ich jetzt erstmal so drinnen. Das sollte passen. Und dann hast du hier die Seite. Ja. Kurze Erklärung: hier gibt es eine Masterseite und eine normale Seite. Was ist denn jetzt die Masterseite? Wenn ich hier auf Masterseite gehe, ist schon die Masterseite A standardmäßig drinnen. Wenn ich jetzt hier etwas bearbeite, und zum Beispiel die Linien jetzt dann gleich reinziehe, dann ist das Coole bei der Masterseite, wenn ich irgendeine Änderung dann habe. Also angenommen, ich habe die Masterseite erstellt mit den ganzen Linien, dann kopiere ich mir hier 100 Seiten rein. Und wenn ich dann aber irgendwie beim Korrigieren oder beim Checken der Seiten nochmal irgendwie einen Fehler entdecke oder irgendeine Änderung habe, dann muss ich nicht auf der jeweiligen Seite das ändern, sondern direkt auf der Masterseite und dann passt das quasi für alle anderen Seiten an. Das ist der Riesenvorteil von der Masterseite. Deswegen arbeitet am besten, wenn ihr den Content-Bereich erstellt oder halt Low-Content-Bücher, immer mit diesen Masterseiten. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir starten jetzt allerdings erstmal mit der ersten Seite und hier mache ich dann sowas. Ja, wie den Titel immer drauf, ne? Also jetzt hier in unserem Fall Notizbuch, ganz classic-mäßig. Und dann ändere ich meistens die Schriftart nochmal. Das geht hier oben. Wenn ihr jetzt hier seid, könnt ihr hier die Schrift auswählen und die Größe. Ich finde die Schrift immer ganz nett. Ja, dann mache ich das noch ein bisschen größer und dann seht ihr auch schon, wenn ihr das hier bewegt. Kommt hier dieser grüne Strich in der Mitte, dann wisst ihr, okay, das Ding ist in der Mitte. Alternativ könnt ihr hier oben das auch einstellen, indem ihr hier auf Zentrieren einfach geht. Ne? Das geht auch so ein bisschen drunter noch. Jetzt, um das Ganze ein bisschen noch aufzupeppen, mache ich meistens dann so eine kleine Tabelle hier rein. Da geht ihr hier auf diese Tabelle. Dann einfach hier zwei Spalten. Und dann so, solche Angaben wie Name, Adresse, vielleicht noch Telefonnummer. Adresse, Telefon. Ja, wenn ihr jetzt hier noch eine Spalte haben wollt oder noch eine Zeile, dann könnt ihr das einfach so runterziehen, wenn wir jetzt zum Beispiel die E-Mail noch hier rein haben wollen. So, jetzt sieht es komisch aus. Das ist ja jetzt so quasi an der Ecke dran. Ich markiere das jetzt, drücke den Pfeil nach oben auf der Tastatur links und dann kann ich das per Doppelklick alles markieren. Und dann kann ich hier oben sagen, okay, zentrieren und hier auch zentrieren. Ja, dann ist es quasi komplett hier drinnen. Jetzt kann ich noch die Tabelle nochmal nehmen und auf die Tabelle draufklicken und dann kann ich sagen, okay, das ist mir jetzt hier zu viel Platz. Ich kann jetzt das so zum Beispiel gestalten. Ja. Also da könnt ihr die Tabelle beliebig anpassen, je nachdem, wie ihr das haben möchtet oder wie ihr das braucht. Das ist eigentlich ganz cool. So.
Das Ding ziehen wir noch mal ein bisschen runter. Jetzt schreiben wir hier oben noch drüber, dieses Buch gehört, Doppelpunkt. Finde ich auch immer ganz cool, dass man das noch mit dazu schreibt. So. So. Dieses Buch gehört, ja, genau. Dann kann man das so machen. Wieder schön in die Mitte. Genau, und dann können die Leute hier quasi ihren Namen eintragen, Adresse, Telefon, E-Mail. Ja. Ich habe jetzt bei einigen Büchern auch schon gesehen, da steht dann so, ja, wenn das Buch verloren geht, an welche Adresse soll man es schicken und so, das könnt ihr auch alles reinmachen. Eure Fantasie könnt ihr da freien Lauf lassen. So, ja, wir machen eine weitere Seite und zwar gehen wir dazu wieder auf Rechtsklick, Seite hinzufügen und eine normale Seite wollen wir wieder haben. So, hier könnt ihr einstellen vor oder danach. Ich will jetzt danach eine reinstellen, deswegen hier. Wichtig ist auch bei einem Low-Content-Buch, wenn ihr jetzt irgendwelche Planer oder so habt, ganz wichtig ist, wann fängt das Ganze an. Also macht nicht zu viel vorneweg. Das ist auch wichtig für später den Blick ins Buch, wobei man den auch noch ändern kann. Aber ja, trotzdem. Wichtig ist, dass so die ersten 10% sehr, sehr gut aussehen beim Buch, ja, dass der Käufer direkt angesprochen wird, ihr müsst irgendwas dabei haben, wo der Käufer dann direkt geflasht ist und dann euer Buch kauft. Also wertet es hier ein bisschen auf, deswegen nicht einfach nur Notizbuch, stinklangweilig, ihr könnt hier noch mit Grafiken arbeiten, mit Icons arbeiten, also irgendwie noch was, was das Ganze ein bisschen aufwertet auf jeden Fall. So. Zweite Seite, ich möchte jetzt hier noch einfach mal, weil es ja wahrscheinlich keiner macht, eine ja, Tabelle noch mit reinmachen, wie so eine Art To-Do-Liste. Kann man machen, muss man jetzt nicht, ist jetzt vielleicht nicht so typisch bei einem Notizbuch, aber kann man ja trotzdem machen. Ja, man kann das einfach hier reinschieben. Ihr könntet jetzt auch mehrere Tabellen machen, ihr könntet jetzt auch eine Tabelle oben machen mit To-Dos und eine unten mit Zielen oder so, ja. Also wie ihr da wollt. To-Do-Liste. So, aber das wertet das stinknormale Notizbuch schon auf jeden Fall deutlich auf. Achtet wirklich auch drauf, dass die Ränder eingehalten werden, dass das jetzt zum Beispiel nicht hier unten rausragt. Ja. Dann geht es nämlich nicht durch bei KDP, dann lieber ein bisschen mehr Abstand lassen. Also die Abstände sind da auch dementsprechend sehr wichtig. Und genau. So, To-Do-Liste haben wir jetzt auf Seite 2. Jetzt würde ich noch eine Seite 3 noch vielleicht reinmachen. Seite 3, da würde ich dann so was, ja, wie dein Logo oder deine Brand so ein bisschen mit reinnehmen, ja. Da kannst du dann schreiben, Copyright by und dann halt deinen Namen oder deine Brand. So. Und vielleicht dann noch dein Logo. Finde ich eigentlich auch immer ganz schön. So. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Ja. Also Logo, Brand würde ich hier reinmachen. Oder halt auf Seite 2 geht auch. Klar. Ne? Und dann geht es ab Seite 4 im Grunde los mit dem Content. Da switchen wir wieder jetzt zu der Masterseite. Und zwar hier oben. Und bei einem linierten Notizbuch ist es ja recht simpel, sage ich mal. Da gehen wir einfach auf diesen Stift, den Zeichenstift, drücken den Pfeil nach oben und dann seht ihr hier so eine vorgefertigte Linie. Und dann klickt ihr einfach wieder und dann habt ihr diesen Strich in einer Linie. So, und jetzt will ich den noch dicker haben, dann klicke ich hier oben drauf auf diese Punkt-Symbol. Und dann kann ich hier das Ganze noch dicker machen. Ich mache das so auf 1 meistens, auf einen Punkt. Könnt ihr natürlich auch noch dicker machen, klar. Hier kann man das dann noch länger ziehen, wenn ihr wollt. Ja. Hier könnte man es drehen, macht jetzt keinen Sinn, aber nur, dass ihr das Bescheid wisst. So, ich habe jetzt diese Linie, vielleicht noch ein Ticken länger. So, ich habe jetzt die erste Linie. Jetzt drücke ich Steuerung und ziehe mit der Maus einfach ein Stück noch weiter nach unten und mache mir jetzt erstmal so ein paar Linien. Hier ist es wichtig, es muss jetzt nicht akkurat der Abstand eingehalten werden, das machen wir gleich. Also
spart euch da die Zeit und doktert da nicht ewig rum. Das kann man dann mit einem Klick komplett ausrichten und dann hat sich die Sache erledigt. So. So passt das jetzt erstmal. Jetzt markiere ich alles. Also linke Maustaste gedrückt halten und dann hier alles markieren. Und jetzt seht ihr hier oben, kann ich jetzt Folgendes einstellen. Mit vertikalem Abstand anordnen und dann hier auch noch mit horizontalem Abstand auch anordnen. So, jetzt ist das hier alles in einer ordentlichen Struktur. Sieht jetzt auf Anhieb schon mal ganz nett aus. Ihr könnt die Abstände natürlich noch anders machen, ne? Das ist ganz klar. Man kann jetzt auch hier oben noch was grafisch hinzufügen, das würde auch funktionieren. Ja, aber machen wir jetzt nicht. So, jetzt sehe ich schon direkt einen Fehler, Vorführeffekt. Die erste Seite ist jetzt eine Masterseite gewesen. Deswegen, ja, aber das ist eigentlich nicht schlecht, dass ihr das da dann direkt seht, weil den Fehler werdet ihr vielleicht auch öfter mal machen. Das war eine Masterseite und jetzt sieht man es auch ganz schön, dass hier direkt die Linien mit übernommen wurden. Ja, deswegen muss ich jetzt nochmal eine normale Seite hinzufügen, das ist aber gar kein Problem. Das machen wir einfach wie gehabt. Ja, und jetzt kann ich mir dementsprechend das, was ich hier haben will, nochmal rauskopieren bzw. Steuerung X und hier einfach einfügen. Ne? Das ist gar kein Problem. Und jetzt sind die Linien auch weg. Ich kann jetzt die Masterseite auch löschen. Dann ist sie oben weg und ich habe hier wieder mein Deckblatt sozusagen. Ganz normal. Und dann geht es hier unten auf Seite 4 los mit den Notizen. So, ich drücke jetzt wieder auf Seiten hinzufügen. Jetzt möchte ich ungefähr einen 120 Seiten Notizbuch haben. Ich habe jetzt schon 3 Seiten. Eine Seite müssen wir noch freilassen für das Impressum. Also müssten das jetzt 116 Seiten sein. Nach und jetzt hier ganz wichtig die Masterseite A auswählen. So, jetzt sehen wir, okay, wir haben hier jetzt 116 Seiten von der Masterseite A. Das wäre jetzt die letzte Seite mit unseren Notizen. Jetzt können wir hier noch eine Seite ergänzen. Und zwar ganz wichtig das Impressum. Ja, ganz wichtig. In Deutschland gibt es diese Impressumspflicht, also macht da auch wirklich eine Anschrift rein, wo man wirklich Pakete hinliefern kann oder was zuschicken kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Schreibe jetzt einfach mal Imp. So, hier unten mache ich das dann meistens hin. Ihr könnt das natürlich noch kleiner machen, gar kein Problem. So, was mache ich jetzt noch rein, um so ein bisschen vielleicht auch das Thema Bewertungen mit reinzunehmen. Ich schreibe dann meistens noch rein, hat dir das Buch gefallen? So, das mache ich dann hier oben hin. Ihr könnt das natürlich wirklich noch schöner machen, das ist jetzt echt nur ein Beispiel. Und dann so, ja, wir würden uns sehr über eine Bewertung freuen, weil wir so unsere Bücher konstant verbessern können. Vielen Dank. Oder so. Ja, sowas in der Richtung. Okay, man sieht es jetzt nicht. Warte mal. Etwas kleiner machen. So. Das noch nach unten. So, vom Text her würde ich es dann so machen. Ihr könnt hier übrigens auch den Text nochmal bearbeiten, Blocksatz oder zentrieren, was ihr haben wollt. Und dann hier das dementsprechend reinziehen. So. Ich finde das immer ganz nett. Vielleicht liest es ja doch jemand und gibt euch dann auch eine Bewertung, weil Bewertungen sind halt extrem wichtig bei Amazon. Das wisst ihr ja alle. Und genau, hier ganz wichtig vielleicht nochmal als psychologischer Background. Ich habe jetzt reingeschrieben, weil wir so unsere Bücher konstant verbessern können. Ich würde das auch so machen, also wirklich immer das Wort weil mitgeben. Das ist sehr, sehr wichtig. Die Leute brauchen immer einen Grund, wenn sie irgendwas machen sollen.
Da gab es auch Studien dazu, will ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen, aber das Wort weil kann echt sehr, sehr viel bewirken. Packt das mit rein und seid auch so transparent und offen, sprecht es an. Wichtig hierbei ist auch noch, dass ihr nicht sagt, gib mir bitte eine positive Bewertung. Also das Ganze muss wertfrei sein. Das ist auch sehr wichtig. Genau. Hat dir das Buch gefallen? Wir würden uns sehr über eine Bewertung freuen, weil wir so unsere Bücher konstant verbessern können. Vielen Dank. Perfekt, passt. Wie gesagt, unten das Impressum. Ich will jetzt nicht mein Impressum hier reinmachen, weil ich will das hier als Vorlage so ein bisschen in die Gruppe dann posten. Und da macht es ja keinen Sinn, wenn dann mein Impressum unten steht. So. Natürlich könnt ihr hier jetzt auch noch verschiedene Variationen machen, ne? Ihr könnt jetzt auch sagen, ich will jetzt hier, keine Ahnung, noch 4, 5 leere Seiten haben. Ja, dann löscht ihr halt die Seiten raus oder noch mehr To-Do-Listen oben. Ja, also könnt ihr wirklich alles Mögliche machen. Das ist wirklich jetzt eine ganz simple Form von diesem Low-Content-Buch, beziehungsweise No-Content, das ist ja fast schon. Genau, aber dass ihr das mal seht, wie man das so ja, basic-mäßig erstellt. Jetzt switchen wir mal ganz kurz zu Canva und vorher gehen wir kurz auf Tangent Templates. Und zwar kann man jetzt sagen, okay, ich will jetzt einen Cover erstellen. Ja. Ich hatte da jetzt schon mal ein Video gemacht, aber ich will es euch noch mal kurz zeigen. Wir gehen jetzt hier mal auf KDP Helper und ich kann das Tool wirklich echt empfehlen. Das kostet, glaube ich, einmalig $50 oder so. Lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ich jetzt sage, okay, ich will dieses 6x9, was wir hatten, dann 120 Seiten hatten wir. Bleed lassen wir jetzt mal weg. Und dann gehe ich auf Continue. Jetzt zeigt er mir an, okay, wie groß muss denn jetzt dieses Cover sein, ne, das ich jetzt erstelle. Hier sieht man dann auch schon direkt das Muster. Das lade ich mir jetzt auch mal runter und ziehe es dann direkt in Canva rein. Bei Canva habe ich jetzt schon mal was vorbereitet. Ihr könnt das hier ganz normal auf File gehen und dann halt erstellen. Jetzt ziehe ich mir hier das Paperback, die Paperback-Vorlage rein. Ziehe mir das hier so nach unten. So. So, und dann habe ich das dementsprechend hier drinnen. Und ja, jetzt könnt ihr quasi euer Notizbuch ganz normal erstellen. Ihr könnt das natürlich aber auch in einem anderen Programm machen. Ich mache das jetzt hier in Canva. Wichtig ist, dass das, was im Titel bei KDP steht, hier auch irgendwie draufsteht. Ja? Also Notizbuch zum Beispiel. Oder wenn ihr jetzt sagt Notizbuch für Männer, dann muss das hier irgendwie auch auf dem Cover draufstehen. So. Angenommen, wir machen jetzt nur mal Notizbuch. Ja, und dann kommt das hier halt drauf. Wichtig ist halt auch, dass ihr das dementsprechend positioniert, dass das nach was aussieht. Ja, aber ich will jetzt auch nicht konkret ins Detail gehen, was Cover angeht. Hier können wir natürlich die Schriften und so weiter ändern. Ich will das jetzt gar nicht zu krass machen. Also vielleicht hier eine Schriftart ändern. Im Hintergrund kann man hier natürlich die Farbe noch ändern, je nachdem, was ihr da haben wollt, ja, und für wen das sein soll, kann man dementsprechend hier das auch ändern. So, zack, und dann passt die Nummer, ja. Also verkünstelt euch da auch nicht. Man kann hier vielleicht auch so eine Textur drunter legen. Fände ich auch immer ganz geil. So. Ja, irgendwie sowas, ja. Aber das sieht jetzt nichts aus, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Hintergrund ist sehr wichtig. Hintergrund, Schriftarten und die Grafiken, die man noch einfügt. Und beim normalen Notizbuch, ja, kann man es auch recht klassisch auch halten. Ja. Ihr könnt einen Hintergrund nehmen und dann einfach hier Notizbuch, beziehungsweise könnt ihr auch sowas machen. Das zeige ich euch auch nochmal kurz. Die Grafiken hier, die Elemente. Das mache ich eigentlich auch immer ganz gerne. Das zieht ihr dann so ein bisschen nach unten. Und dann habt ihr hier wie so einen Rahmen. Dann mache ich hier noch so eine Linie rein. Wenn jetzt jemand zum Beispiel seinen Namen da reinschreiben will, ist das ganz cool. So. Das dann hier runter. Und jetzt kann ich die Schrift noch ein bisschen, das passt mir jetzt nicht so ganz. Die Bilbas-Schrift, die nehmen wir mal wieder. So. Dann kann ich das hier dann dementsprechend noch ergänzen.
Bisschen nach unten, so. Hier auch aufpassen, wenn man das nicht sperrt, dann bewegt man das die ganze Zeit. Ich schiebe es jetzt mal kurz weg. So, das will ich natürlich dann hier oben haben und noch größer. So, das noch ein Stück nach unten. Also das ist wirklich mit Canva manchmal ein bisschen schwierig, aber geht auf jeden Fall. So, Notizbuch. Jetzt können die Leute hier auch schon direkt ihren Namen draufschreiben, wenn sie wollen, oder irgendwie ein, ja, irgendein, das Thema oder was auch immer. Und ja, hier wie gesagt, könnt ihr das Ding sperren. Jetzt kann ich hier gar nichts mehr machen. Dann kann ich nur die beiden Sachen bewegen und hier dementsprechend anpassen. So, Notizbuch. So, vielleicht noch ganz kurz doch nochmal zum Thema Hintergrund. Ihr könnt natürlich dementsprechend euch Hintergründe erstellen. Ihr könnt die kaufen. Ja, bei Creative Fabrica zum Beispiel gibt es extrem viele Hintergründe. Dann könnt ihr zum Beispiel auch sowas hier drunter legen. Aber mein Tipp wäre immer, das natürlich noch ein bisschen anzupassen und nicht direkt so zu nehmen. Genau. Und jetzt sieht es ja sowieso komisch aus, weil das andere schwarz ist. Ne? Also am besten immer selber erstellen oder irgendwie eine eigene Idee reinbringen. So. Was man auch noch machen kann, ist diesen Spine noch ergänzen. Angenommen, wir haben jetzt so einen ganz einfachen Hintergrund. Hier sowas vielleicht. Genau. So. Angenommen, wir haben jetzt so einen ganz einfachen Hintergrund. Und dann will ich hier jetzt quasi erstmal diesen Spine haben. Das geht auch recht einfach. Das ist quasi hier dieser Bereich. Dann nehme ich mir hier einfach so ein Rechteck und packe das hier in die Mitte. So. Das sieht dann auch gerade bei Notizbüchern immer ganz cool aus. So. Ja. Genau. Was könnt ihr noch machen? Ihr könnt natürlich das auch ganz klassisch halten, indem ihr jetzt einfach mal komplett das rauslöscht, das auch, das Ding hier auf weiß stellt und dann einfach ganz klassisch ein schwarzes Notizbuch macht mit dem schwarzen Hintergrund. Und das geht hier, zack, schwarzer Hintergrund, den Spine machen wir jetzt mal weg. Das machen wir auch weg, das auch. Ja, zack. Schwarzer Hintergrund könnt ihr auch machen. Und dann könnt ihr natürlich auch dementsprechend Elemente bzw. Patterns könnt ihr drunter legen. Ja. Ich mache jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Hier sowas zum Beispiel. Finde ich immer, sieht ganz cool aus. Könnt ihr einfach drüber ziehen. Ja. Und jetzt das natürlich dementsprechend auch in die richtige Position bringen. Und dann könnt ihr hier den Hintergrund so ein bisschen transparent machen. Sieht auch immer ganz cool aus. Ja. Das vielleicht auch noch so als Tipp. So, ich will jetzt aber, wie gesagt, gar nicht so lange. Jetzt habe ich schon wieder ewig viel gelabert zum Thema Cover. Cover ist wirklich ein Thema für sich. Heute soll es ja primär mal um die Erstellung von diesem Low-Content-Buch gehen, beziehungsweise No-Content ist es ja im Grunde. Genau, wenn du Fragen hast zu Affinity Publisher, schreib es gerne in die Kommentare oder schreib mir auf Facebook. Ansonsten, wenn du dieses Notizbuch haben möchtest, ich meine, man kriegt es sowieso irgendwie bei BookBolt oder sonst wo, aber wenn du jetzt dieses haben willst, das ich jetzt bearbeitet habe, schreib mir da gerne auch eine Nachricht, beziehungsweise ich kann es auch als PDF zur Verfügung stellen in der Gruppe. Den Link findest du in der Beschreibung. Und ja, wenn du das hier exportieren willst, gehst du dann einfach, wenn du fertig bist, auf Exportieren, dann PDF und dann auf Export. Genau, das war's jetzt für das Video. Es ist jetzt doch ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn ja, gib gerne einen Daumen nach oben und komm auch gerne in die Gruppe. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.